Hallo, ich bin Susanna Wüstnick. Ich bin Dokumentarfilmautorin und lebe hier in Deutschland. Und mein Film Fleisch wurde auch hier in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, produziert. Zunächst möchte ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich riesig über den Bronze Tilapia Award, und bin sehr, sehr stolz darauf. Ja, die Inspiration und die Produktion zu diesem Film entstanden, weil im Frühjahr 2020 hier in Nordrhein-Westfalen die fleischverarbeitenden Betriebe Tönjes und Westfleisch eine Menge Corona-Ausbrüche bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu beklagen hatten. Die Filmarbeit selber begann aber mit einem ganz besonderen Projekt, das durch einen Künstlerkollegen ins Leben gerufen wurde. Das Projekt heißt Das Staunen der Schweine. Und er hat in diesem Projekt Künstler verschiedener Art, also Tänzer, Musiker, Puppenspieler und so weiter, in Schweineställe reingestellt. Und diese Künstler haben dann ihre Kunst den Schweinen zelebriert. Und die Schweine haben gestaunt. Die haben sehr gestaunt. Und man hat gespürt, wie sensibel und empfindsam diese Tiere sind. Und es ging ja auch darum, zu zeigen, im Prinzip den Widerspruch zwischen dieser Massentierproduktion, dieser Art des Umgangs mit Leben und dieser Sensibilität dieser Tiere. Außerdem war mir natürlich wichtig, zu erfahren, wie es den Menschen, die dort in diesen Werken arbeiten, geht. Es gibt einige Leute, die sich sehr intensiv seit vielen Jahren um die Rechte dieser Arbeiter und Arbeiterinnen kümmern und die ein großes Hintergrundwissen haben über die enorme Ausbeutung dieser Menschen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, davon zu erzählen. Beides zusammenzubringen, war mir ein großes Anliegen, weil es letzten Endes ums Leben geht und um das, wie wir miteinander umgehen, egal welches Lebewesen wir sind. Außerdem habe ich selber eine Menge gelernt dabei und auch eine Menge reflektiert, wie ich mich eigentlich selber verhalte. Und ich glaube, das ist immer das Schönste, wenn man Filme macht, dass man genau das rausarbeiten kann. Was ist mit einem selber los? Wir unabhängigen Filmemacher und Filmemacherinnen hatten es eigentlich schon immer etwas schwerer, gute Filme zu machen und die auch finanziert zu bekommen. Und das hat sich in Corona-Zeiten nicht besonders geändert. Vielleicht ein bisschen in der Kommunikation, weil die ja eigentlich nur noch online oder telefonisch möglich war eine Zeit lang. Aber ansonsten ist es so geblieben. Schwierig. Und es muss eine Herzenssache bleiben. Das ist es in diesem Fall, bei diesem Film auf jeden Fall. Kinofilme zu zeigen auf diesem Wege online ist sehr, sehr hilfreich in solchen Krisenzeiten. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich glaube auch nicht, dass es das Kino an sich direkt behindert. Wenn man aber diese Variante als einzige wählt und die Leute nicht mehr ins Kino gehen, dann glaube ich, verhindert man die Begegnungen, man verhindert, dass die Menschen im Kino dort zusammensitzen, es wird dunkel und
Die Leute konzentrieren sich ganz und gar auf den Film und können sich dann hinterher noch begegnen und darüber diskutieren. Und das sollte auf keinen Fall wegfallen. Die wichtigste Funktion für das Kino in Bezug auf die Gesellschaft ist, neue Denkanstöße zu geben, die Menschen aufzuklären und vor allen Dingen sie dazu zu bringen, selber darüber neu nachzudenken und gesellschaftliche Vorgänge zu hinterfragen, sich das genau nochmal anzugucken von verschiedenen Blick. Winkeln. Es geht auch um die Kommunikationskultur. Das heißt, wenn die Leute ins Kino gehen und hinterher die Möglichkeit haben, face to face miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, dann ist das ein sehr, sehr hoher Wert und ein sehr, sehr wichtiges Anliegen von Kino. Das ist, glaube ich, auch nicht ersetzbar.